Ich weiß nicht, ob du das aufgenommen hast. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Quick Bad Wars. Hallo. Bin wieder die nervige kleine Shiro dabei. Genau, weil sie auch so nervig und klein ist. Das merkt man schon gar nicht. Hast du einen Speedtrank drin? Nein. Was weiß ich, wie man das hier auf dem Server macht. Das ist Quick Bad Wars, ja? Also Quick, das steht für schnell. Ach, sei doch mal du musst das auch nicht alles so ernst nehmen. Ich nehme das nie ernst, aber ich antworte mit Sarkasmus. Ja, damit zerstörst du mich. Echt? Nein. Genauso emotional, wie andere Menschen das tun? Total. Wenn ein Schizophrener Selbstmord begeht, ne? Ist das ja dann Mord? Er ist ja schizophren, also theoretisch bringt er ja jemand anderen um. Ey, du bist gut. Du bist die erste Person, die mal eine sinnvolle Antwort bei dieser Frage, also auf diese Frage gegeben hat. Die meisten denken da gar nicht drüber nach. Warum baust du mir hier gerade eine Treppe, du Idiot? Wie sieht die Lage vorne aus? Einer ist gerade in den Tod gesprungen, weil er mich hätten wollte. Magst du eigentlich das Spiel Edna bricht aus und Harveys neue Augen? Also magst du die? Kenn ich nicht. Du kennst das nicht? Nö. Oh. Was machen die hier eigentlich? Kommst du mal bitte her. Die sind beide, haben beide keine Quip. Die sind beide merkwürdig, meinst du? Die haben beide keine Quip. Bist du bei denen auf der Insel? Ja, die haben beide keine Quip. Als ob du gerade ohne mich gewinnst. Die haben den Scheiß hier eingebaut. Ich komm nicht an den Block, Mann. Als ob du gerade ohne mich gewinnst. Ich kann den Block nicht abbauen, ich brauche dich. Ich habe keine Spitzhacke, okay? Hallo, ich bin Shiro. Ich bin voll schlecht in Bad Wars. Ich weiß noch nicht mal, wie man gewinnt. Ja, genau. Siehst du, jetzt hast du doch einen Kill. Gut gemacht. Los, lauf. Unter diesem Video könnt ihr uns übrigens mal Fragen stellen. Die meisten machen das ja mit irgendeinem komischen Twitter-Hashtag. Aber da ich keinen Twitter nutze, bin ich, denke ich mal, voll schlecht, was das angeht. Dementsprechend könnt ihr ja bei, falls Shiro das gerade aufnimmt, aber ich glaube schon, dass ihr es aufnimmt, dann könnt ihr mal, sucht ihr mal einen Hashtag aus, der auf uns beide zutrifft und dann könnt ihr darunter Fragen an uns beide stellen. Genau, das wir dann mal beantworten können. Genau, also Fragen halt. Mhm, wird uns ansonsten auch so in die Kommentare schreiben oder eben halt, ja, ein Twitter-Hashtag, weil Twitter nutzen ja so viele angeblich. Ja, tatsächlich. Ja, dann sag doch mal ein Hashtag. Gott, mit welchem Namen? Mit dem Namen, den du jetzt hier gerade spielst oder mit deinem YouTube-Namen? Oh, unter Night Game TV, Mensch. wie wär's mit Night Naya? Ja, Night Naya. Genau. Der ist dann hier immer eingeblendet, Leute. Da einmal bitte. Genau, unter ihrem Video oder in ihrem Video seht ihr den Hashtag. Und wir spielen jetzt nochmal auf Camping, weil irgendwie gibt's heute nur Camping. Ich weiß auch nicht. Ich lasse das jetzt auch mal in einer längeren Folge, weil die gehen ja eh nur so 3-4 Minuten. Das kann man ja ruhig so lassen. Genau, also Leute, entweder in den Kommentaren einfach mal Fragen reinschreiben, die ihr gerne wissen wollt. Oder eben bei Twitter unter den Hashtag NightNaya. Wie gesagt, bei mir einmal kurz eingeblendet. Einfach Fragen stellen. Das klingt so ein bisschen wie Nasi-Goreng, wenn man ja, Night-Naya heute, ganz frisch auf dem Plan. Man nimmt erstmal ein bisschen Nacht, dazu muss man die Sternschnuppen vom Himmel holen. Hallo, ich bin Lari 007, weil 006, 005, 004, 003, 002, 001 schon vergeben waren. Und davor natürlich die ganzen Zahlen auch, von wegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 1, 1, 2, 2, 3, 3, ne? Oh Mann. Waren die anderen 00000 schon vergeben? Du kaufst jetzt einen Speedtrank und Klötzchen und baust einfach in die Mitte. Oh mein Gott, Speedtrank. Welche muss das? Schnelligkeit, okay. Genau. Und Klötzchen, okay, das ist dann. Scheiße, habe ich mich getroffen? Ja, habe ich. Warte. Und einfach in die Mitte bauen. Oh Gott. Ich kann aber nicht igeln. Musst du nicht. Du bist mit dem Speedtrank genauso schnell, als würdest du igeln. Wie lächerlich. Ja, deswegen bringt Igeln auf diesen Server auch nichts. Was ich aber nicht verstehen kann, ist warum... Ah cool, Server hat geleckt. Warum gerade 10 Blöcke hinter mir einfach verschwunden sind? Ja, weil der Server, weißt du, ab einer gewissen Anzahl von Spielern, die hier spielen, da fängt der Server halt mal an zu ruckeln, weil
der Server hier, der hat ja kein Abzeugsystem wie GOMMA HD und deswegen ist er halt auf die wirklichen Spenden angewiesen. Und dadurch, dass nicht so viele Leute spenden, weil die lieber ihr Geld in das Abzeugsystem von GOMMA investieren, Aber Leute, ihr habt ja gesehen, Leute, dass ich daran nicht schuld war bei mir. Ich hab's auch auf Aufnahme. Er hat nicht mal geigelt! Er stand einfach nur und ist rückwärts runter. Als ob er rückwärts runtergelaufen wäre, ja? Ja. Wie armselig ist er eigentlich? Na komm her. Na komm her? Willst du etwa Schläge haben? Also Lari007 will anscheinend gar nichts. Nein, ich bin runtergeschubst worden! Nein! Aber nicht von Lari, das war der andere. Guck mal, ich hab dir dein Eisenschwert gedroppt. Oh yes! Grüne, ein Eisenschwert. Ist ja nicht so, dass ich schon mal eins gehabt hätte irgendwie heute. Aber das Eisenschwert ist besonders und weißt du warum? Weil ich es von dir hab? Ja, genau! Da ist noch irgendwas von mir dran. Ich kann gar nicht glauben, ne? Ey, wollen die mich jetzt beide angreifen oder was ist das so? Was wollen die denn? Trauen die sich jetzt nicht da runter oder? Trauen die sich noch höher? Vorsicht, der eine baut sich auf den Baum hoch. Alles gut. Bleib mal in der Base, ich hole mir mal den Block von denen. Tja, scheiße, hab ich den Block abgebaut? Ja, und den habe ich gerade geschnetzelt. So, den anderen habe ich umgebracht. Ich auch. Ja, das war ja irgendwie mal wieder gewonnen. Also, seht ihr? Es war halt eine kleine Ausnahmerunde heute bei mir, aber ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Bis zur nächsten Runde. Und ihr seht, Leute, ich brauche nicht unbedingt Mika oder Vivi oder so, um zu gewinnen. Ich schaff's auch, egal mit welchem Teammate. Ich schaff's auch mit Merle. Und dabei trainiere ich die erst jetzt. Ja! Bis zur nächsten Runde. Tschüss.